Hi Ladies, Lisa hat mich gestern Abend angeschrieben mit einer mega Bitte, ob ich ihr ein grünes Ballkleid-Outfit zusammenstellen kann, weil sie jetzt auf einen Ball geht. Und natürlich habe ich mich sofort an die Arbeit gesetzt und dieses wundervolle Outfit für sie zusammengestellt und natürlich auch für euch. Aber bevor ich jetzt auf die Details, Accessoires eingehe, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Bilder und Artikel und Co. größer sehen wollt, klickt einfach hier drüben drauf. Oder auch unterhalb vom Video findet ihr nochmal alle Links, alle Tipps, alle Bilder ganz groß. Und natürlich noch meine kleine Überraschung, mein Geschenk für euch, was euch sicherlich sehr helfen wird und den einen oder anderen sogar gefallen. Jedenfalls, Lisa, dies ist für dich und natürlich auch für euch alle anderen da draußen. Dieses grün-türkise Ballkleid habe ich extra ausgewählt, weil es eine Zweier-Kombi ist. Denn zu diesem Ballkleid ist eine Bolero dazu, ein Zweier-Set, und dafür finde ich diesen Preis sehr, sehr super. Das Kleid selber besteht aus Chiffon und jeder, der schon mal Chiffon angehabt hat, weiß, es fässt sich wunderschön an, es fällt wunderbar. Und da kommen wir natürlich gleich auf das nächste, denn Lisa hat mir geschrieben, sie ist 1,70 groß und da weiß ich ganz genau, dass so ein langes Ballkleid für sie sehr, sehr gut steht. Damit es noch besser aussieht, komme ich gleich noch später dazu. Aber hier mein Tipp, wer also unter 1,60 ist, würde ich sagen, ist dieses Kleid nicht geeignet, aber alle, die über 1,60, 1,70 sind, ist dieses lange Ballkleid perfekt geeignet, weil es eure Figur richtig, richtig gut tut. Und hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis, klein auch wirklich dahin gemeint, wenn ihr so ein Kleid zu Hause habt oder genau dieses jetzt euch versorgt, dann versucht auf so einen Ball nicht mit Schminke und Make-up dann nochmal viel rauszuholen, sondern bleibt da dezent. Tut meinetwegen diese Farben nochmal widerspiegeln lassen bei den Augen mit Türkis, Grün oder Silberelementen an den Augen ein bisschen was zu machen, aber auf gar keinen Fall too much oder noch einen roten Lippenstift oder so. Habe ich schon zu oft gesehen und dachte nur, warum? Ihr versteht, was ich meine. Natürlich komme ich gleich weiter. Ich glaube, auf den BH werde ich nicht so tief eingehen, denn das habe ich ja schon in den vorigen Outfits vorgestellt. Wer jetzt nicht weiß, trägerloser BH, der einfach mal auf meine Seite gehen und sich die anderen Outfits anschauen, der wird sofort den trägerlosen BH finden und dann habt ihr da auch den Tipp, wie man halt, was da unten drunter anzuziehen ist sozusagen. Ja, natürlich, wenn man schön gewachsen ist, eine wunderschöne Figur hat und so ein langes Ballkleid und man sieht euch von hinten und sieht dann diesen rückenfreien Ausschnitt oder besser gesagt dieses rückenfreie Kleid, dann verspreche ich euch, dass kein Mann, der euch von hinten zum ersten Mal sieht, die Augen von euch sein lassen kann, weil es einfach, schaut euch an, wunderschön. Und wenn man das Ganze jetzt treten von vorne anschaut, finde ich auch sehr, sehr gut gelungen, dass es kein tiefer Ausschnitt ist, sondern das Ganze hier vorne so schön gerafft und miteinander verbunden und ja auch teilweise verschnörkelt ist, dass es die Brust so schön einpackt, dass man da zwar auch nicht die Augen davon lassen kann, also Mädels, nimm es den Männern nicht übel, wenn sie euch nicht unbedingt beim ersten Angucken in die Augen schauen, sondern von oben bis unten scannen. Das ist einfach nur die Bestätigung davon, dass das Outfit, was ihr anhabt, perfekt ist. Jedenfalls, hinten wie vorne super gelungen und ich denke, für eure Figur, wenn ihr dann, sage ich mal, über 1,60, 1,70 seid, perfekt geeignet. Das ganze Outfit ist aber nichts, wenn die Accessoires nicht stimmen, denn es muss ein perfektes Gesamtbild ergeben und ich empfehle einfach immer bei so einem Kleid, bei so einer Farbe, Silber. Mit Silber könnt ihr nichts verkehrt machen und es schmeichelt eure Figur ohne Ende. Wenn ihr jetzt mit Schwarz und Co. anfangt, was eigentlich auch heißt, Schwarz macht schlank und Co., würde ich in solchen Fällen nicht empfehlen. Warum, zeige ich euch jetzt. Weil ich habe euch hier ein paar wunderschöne silberne Pumps herausgesucht von Bugatti, die A, euch nochmal ein Stückchen wachsen lassen und somit dieses komplette Outfit strecken und euch, wenn ihr lauft und tanzt, sehr, sehr elegant wirken lässt und selber Silber unten ein bisschen rausblitzen lässt aus dem Kleid, wirklich das gewisse Etwas euch bietet. Das Silber führe ich natürlich gleich weiter bei der Handtasche. Und hier ist es wirklich Glamour pur,
denn ich habe extra diese Handtasche rausgesucht. Sie ist auch wieder silbern, damit sich das Ganze von oben bis unten widerspiegelt im Kleid, in den Schuhen, in der Handtasche und dann auch noch bei den anderen Accessoires, da komme ich gleich drauf. Und bei der Handtasche, sie ist nicht sehr groß, aber es reicht für das Nötigste und man hat es wirklich bei so einer Klatsch einfach in der Hand beim Tanzen und Co. und stört nicht. Das ist immer sehr, sehr wichtig bei so einem Ball, dass man halt keine riesen Handtasche mit drauf flippt, die am besten noch gar nicht zu diesem Outfit passt. Deswegen, wenn ihr eine Klatsch zu Hause habt, die silbern ist oder noch keine und kauft euch diese, dann würde ich wirklich diese empfehlen. Es ist auch noch eine kleine Kette dabei, dass man sich auch über die Schulter werfen kann, aber das würde euch wirklich gut schmeicheln und das ist quasi so Eyecatcher, wo ihr beim Tanzen oder beim Dastehen alleine einfach gut wirkt. Und um das Ganze abzurunden, wirklich ein I-Pünktchen draufzusetzen, muss man auf einen Ball ein Collier tragen. Und nicht so ein fettes, großes und übertriebenes, sondern wieder leicht so ein Zwischending finden. Nicht zu dezent, aber auch nicht zu stark aufgetragen. Und somit würde ich euch dieses Schmuckset empfehlen. Es hat eine wundervolle, klamouröse Wirkung und im Gesamtbild passt es von den Schuhen über die Handtasche, über das Kleid bis hier oben hin. Schaut euch den Schmuck an. Es sind zwei Ohrringe und eine Kette, ein Collier, was dann die Männer einfach sprachlos machen wird. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dieses Outfit so anhabt und ihr betretet diesen Ballsaal, dass erstmal alle die Luft anhalten und sich fragen, wer ist das? Ist das ein Filmstar oder, also mit Garantie werden sich die Leute das Maul quasi zerreißen, wer seid ihr, weil ihr einfach das Auftreten mit so einem Kleid habt, was ihr haben wollt. Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt stehen und die schönste Frau des Abends. Und ich verspreche euch, wenn ihr noch keinen Mann habt, werdet ihr am Ende des Abends euren Traumprinzen gefunden haben. Wenn ihr mehr solche wunderschönen Outfits haben wollt, dann tut mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren. Und wenn ihr genauso wie Lisa auf euch zugeschnittenes Outfit haben wollt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir eure Fragen, eure Problemchen oder wenn ihr auf irgendeiner Veranstaltung geht und habt Probleme, irgendwas Perfektes euch zusammenzustellen, schreibt es so detailliert wie möglich, wie groß, welche Anlässe, welche Farbe und Co. Und dann bekommt ihr auch so ein wunderschönes Outfit wie dieses hier, wie Lisa jetzt. Und ihr könnt euch dann perfekt stylen für den perfekten Abend. Ich hoffe, dieses Outfit gefällt euch und wünsche euch damit natürlich sehr, sehr viel Spaß.